Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute machen wir was Leckeres und zwar Paprika mit Duvetschreis. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und gleich nach dem Intro zeige ich euch, was man hier für Lebensmittel benötigt. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Bis dann! Wir schauen gleich mal rein, was wir hier benötigen, und zwar kleine rote oder orangenfarbene Paprikaschoten, 520 Gramm. Ich habe einen Haufen Mäuler zu stopfen, deswegen habe ich hier ein bisschen mehr genommen. Ich hoffe, man bekommt das hier in diesen Dampfgaraufsatz rein. Dann haben wir mittelgroße Zwiebeln, 200 Gramm, und zwar sind das zwei Stück. Dann haben wir zwei Knoblauchzehen und wir haben Rinderhackfleisch. Dann benötigen wir noch ein Ei, das haben wir da hinten hingelegt. Dann Paprikapulver, da habe ich gleich Pfeffer und Salz mit rein. Ein bisschen Senf, ein bisschen Tomatenmark. Dann haben wir hier Petersilie und Oregano. Da hinten zwei Esslöffel Paniermehl, passierte Tomaten, Zucker, Reis, ein bisschen Sahne, 30% und Eiweiß. Das war's soweit. Ich habe mir vorne noch ein kleines Brettchen hingelegt, damit ich nicht wieder in der Hand schneiden muss, wie bei manch anderen Videos, und gleich ein bisschen was zum Anrichten. Und gleichzeitig, wer hätte es gemerkt, im Hintergrund werde ich jetzt den Rocky mal rausschicken, damit er nicht die ganze Zeit hier rumheult. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los und ich schalte mal oben auf die Kamera. Wir fangen an und beginnen mit vier kleine rote oder orangenfarbene Paprikaschoten abwiegen. Das haben wir natürlich alles schon gemacht, beziehungsweise ich. Die Paprikaschoten längs halbieren, entkernen, innen und außen waschen. Ich habe hier auch den grünen Strunk dran gelassen. Ja, das sieht einfach optisch ein bisschen schöner aus. Als nächstes zwei mittelgroße Zwiebeln, 200 Gramm schälen und halbieren. Das haben wir gemacht. Zwei Knoblauchzehen schälen und halbieren habe ich auch gemacht. Je eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe in den Mixbehälter geben, die anderen beiseite stellen. Eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, das lassen wir einfach mal stehen. Jetzt haben wir 10 Sekunden, Stufe 5, logischerweise mit eingesetztem Messbecher, und wir starten. Wir drücken auf Weiter mit dem Spatel nach unten schieben. Das hat sich ja immer so eingebürgert hier. Das werden wir dann auch mal machen. Ich mache da entweder von oben nach unten oder ich mache hier so einen Kreis. Das kommt immer auf meine Tagesform an. So, schauen wir mal. Das war erfolgreich. Dann geht es zum nächsten. 500 Gramm Rinderhackfleisch in den Mixbehälter geben. Nicht wundern, das sind keine 500 Gramm, das sind ein bisschen mehr, weil ich ja auch hier mehr Paprika genommen habe. Aus eigenen Erfahrungen weiß ich, dass der MCC auch ein bisschen mehr schafft. Und vor lauter Freude über das leckere Rezept habe ich hier die Hälfte daneben geschüttet. Jetzt schauen wir mal. Ein Ei, das machen wir sofort. Ein Ei dazu. Ich hoffe, dass das jetzt auch noch stimmt mit diesem Ei. Das ist jetzt nicht großartig mehr gewesen. Dann ein Teelöffel Paprikapulver, ein Teelöffel Senf, zwei Teelöffel Tomatenmark, Paniermehl, Prisen, Salz und Pfeffer. Also wir können das hier schon komplett reinmachen. Das hatte ich ja vorhin gesagt. Da war Salz drin, Paprikapulver und Pfeffer. Dann haben wir unser Tomatenmark. Das kommt hier mit dazu. So schnell wie die Schüsseln gefüllt waren, sind sie dann auch schon wieder leer. Dann haben wir hier unser Paniermehl und normalerweise auch der Senf. Genau, das kenne ich von den üblichen Buletten auch. So, dann haben wir alles drin. Ich würde sagen, wir sind durch. Paniermehl, Prisen, genau. Wir gehen auf Weiter. Und jetzt haben wir 20 Sekunden auf Stufe 3 ohne Temperatur. Bei sowas ist das natürlich immer eine gute Sache. Man kann hier ein bisschen die Menge erhöhen. Man sollte allerdings beim Anbraten von Hackfleisch sich wirklich an das Rezept halten, weil meistens 500 Gramm auf zweimal Anbraten aufgeteilt wird, weil der Boden einfach zu dünn ist. Aber in dem Fall, wir formen diese Hackfleischteile sowieso in die Paprika rein, dürfte das kein Problem sein. Die Hackfleischmasse großzügig in die vorbereiteten Paprikahälften füllen. Die gefüllten Schoten nebeneinander in den tiefen Dampfgaraufsatz legen, also in den tiefen. Dann hoffe ich doch, dass wir hier ja, das alles so hinbekommen, wie ich das geplant hatte, mit diesen Paprika, die ein bisschen mehr sind. Da würde ich sagen, fülle ich jetzt erstmal mein Hackfleisch um. Hier tun wir mal unser Eiweiß auf die Seite und machen unser Hackfleisch einfach wieder in den Behälter.
wo es auch vorhin drin war. Jetzt könnte ich aber mal, wo ist er denn? Wenn man was sucht, dann findet man es nicht. Doch da hinten meinen einen Griff nehmen. Und da seht ihr schon, dass es hier ein wenig besser geht. Ihr seht, wir sind eine fleischliebende Familie. Ich habe die jetzt alle hier schon gefüllt. Jetzt würde ich sagen, stellen wir mal kurz das hier drauf. Da muss ich noch mal ein bisschen Druck drauf geben und dann schauen wir uns noch mal an, ob das irgendwie funktioniert. Ja, das funktioniert. Da hängt zwar noch ein bisschen hier mit oben an dem Rand dran. Das waren auch ein paar zu große, aber ich denke mal vom Dünstergebnis dürfte das nicht großen Unterschied machen. Das hängt hier eh alles ziemlich locker drauf. Das werden wir hinbekommen. So, jetzt habe ich mir wieder ein Lesezeichen gesetzt, habe den MCC-Mixbehälter sauber gemacht. Wir gehen zurück und den Mixbehälter gründlich ausspülen, schon gemacht. Die restliche Zwiebel und Knoblauchzehe in den Mixbehälter reingeben. Das haben wir hier. Jetzt wieder 10 Sekunden Stufe 5. Mit dem Spatel nach unten schieben. Gleiches Thema wie vorhin. Da steigt einem immer diese Zwiebel, diesen ätherischen Öle in das Gesicht, das ist unvermeidbar bei diesem Gehäcksel. So, 400 Gramm passierte Tomaten, 2 Teelöffel getrocknete Oregano und 1 Esslöffel Zucker in den Mixbehälter. Das ist jetzt eigentlich wurscht, in was für einer Reihenfolge, denn vermischen tut sich das sowieso. Jetzt machen wir erst den Oregano, weil das ist, hier ist noch die Petersilie, da hatte ich leider keine frische. 400 Gramm passierte Tomaten, das habe ich auch mal wieder vorneweg, habe ich das abgeändert. Das stand nämlich in diesem Rezept ursprünglich mit Milliliter drin. Und ich weiß ja in der Zwischenzeit, dass sich das alles dann in Gramm immer umwandelt. Und wir sind 400 Gramm. Warum hat es nicht Pieps gemacht? Ja, wir sind 5 Gramm sind wir drüber. Das macht jetzt wirklich auch nichts. Und 1 Esslöffel Zucker, den habe ich hier schon abgemessen. Rein damit. Den Kocheinsatz einhängen. Und den Reis dazu. Ja, siehst du, jetzt habe ich den Kocheinsatz vergessen. Da ist der Kocheinsatz. Einmal einhängen. Jetzt können wir nochmal Tara machen. Hier habe ich meinen Langkornreis. Jetzt hat sich mein MCC ausgeschalten. Ich hoffe, dass das kein dauerhafter Fehler ist. Der geht ab und zu mal ins schwarze Display über. 250. Falls es da wieder irgendwelche Probleme gibt mit Shop Retura, werde ich natürlich berichten. Das ist sehr seltsam. 700 Gramm heiße Gemüsebrühe dazugeben. Die hatte ich vorhin nicht erwähnt. Die steht bei mir noch auf dem Herd. Die ist wirklich heiß. Die hatte ich gestern vorbereitet. Man sieht, die dampft noch schön. Das war einfach eine Hühnersuppe, die ich gemacht habe. Da ist jetzt halt Gemüsebrühe angefordert, aber da wird jetzt nicht der große Unterschied sein. So, jetzt gucken wir mal. 700 Gramm. Und rein damit. 670. Jetzt gehen wir mal weiter. Das dürfte aber reichen. Den tiefen Dampfgaraufsatz mit Deckel aufsetzen. Hoppala. So, drauf damit. Und jetzt haben wir 30 Minuten Stufe 1 bei 120 Grad. Ich werde jetzt nochmal versuchen, weil ich ja halt, wie ihr seht, diese Paprika so richtig vollgeladen habe, aber wenn die hier so feste einfach sitzen, das Hackfleisch habe ich wahrscheinlich zu großzügig drauf verteilt, aber wir sind ein fleischessender Haushalt, dann drücken wir einfach ein bisschen drauf. Ja, das dürfte nicht so schlimm sein. Jetzt ist der ganze MCC mal wieder aus der Kamera, dann verschiebe ich den jetzt einfach mal
damit ihr das seht. So sieht das Ganze dann aus. Und dann würde ich sagen, drücken wir mal auf Starten. Und jetzt ist ja erst die Aufheizzeit, das heißt, der dreht sich jetzt und heizt jetzt erstmal auf, bis er auf diese 120 Grad kommt. Und danach fangen die 30 Minuten an, das heißt, der dürfte hier richtig viel Hitze abbekommen. Die Zeit ist rum, der hatte jetzt 30 Minuten bei ca. 100 Grad. Auf dem Anzeige steht ja 120, der hatte so knapp 10 Minuten hat er zum Aufheizen gebraucht. Also das muss man immer einrechnen. Jetzt gucken wir mal drauf, was er hier sagt. Den tiefen Dampfgaraufsatz und den Kocheinsatz entfernen, das Gargut herausnehmen, beiseite stellen und warm halten. Das machen wir jetzt ganz kurz. Jetzt öffnen wir hier alles. Mal gucken, dass wir uns nicht verbrennen. Das ist immer so eine Sache, die richtig heiß ist. Der Reis ist schön aufgequollen. Und jetzt setze ich mir das einfach mal hier auf meine Schüssel. Ich hoffe, die passt. Die habe ich so Pi mal Daumen abgemessen. Und jetzt heißt es hier, wir schauen uns mal. Ja, jetzt muss ich umräumen, damit ihr auch ein bisschen das seht, wie das hier unten drunter aussieht. Ob unser Hackfleisch und die Paprika denn gut geworden sind. So, und das sieht schon sehr gut aus. Ich mache das jetzt einfach mal in die Spüle hier rein. Also das sieht lecker aus. Auch dieses Draufdrücken hat jetzt hier nicht wirklich was Negatives zur Folge gehabt. Was ich jetzt mal gucke, wie viel Temperatur denn innen im Hackfleisch vorhanden ist, damit wir hier einfach auf der sicheren Seite sind. Da nehme ich wieder mein Digital-Messgerät. Ich glaube, den habe ich so auf 60 Grad eingestellt. Und was haben wir hier? 80 Grad, 85 Grad. Das ist hier absolut in Ordnung. 72 Grad, das passt. Jetzt machen wir den wieder zu. Und jetzt nehmen wir die hier raus, richten die in einem Topf an, beziehungsweise auf einem Teller. Und dann kümmern wir uns um den nächsten Schritt. Habe ich jetzt raus auf den Teller. Hier kommt noch ein bisschen Flüssigkeit unten raus, aber das kann jetzt erstmal so weit abdampfen, das ist heiß genug. Das stelle ich jetzt erstmal auf die Seite und hole hier mein Holzbrett wieder, falls wir noch ein bisschen schalten und walten müssen. Jetzt muss man auch den Kocheinsatz rausholen und das ist auch wieder eine heiße Angelegenheit. Jetzt hole ich mir am besten meine Schüssel wieder, die ich jetzt schon weggestellt habe. So, den Reis haben wir auch draußen. Jetzt schauen wir mal, was als nächstes kommt. 100 Gramm zimmerwarme Sahne in den Mixbehälter reingeben. Das kommt sofort. Hier kratzen wir noch ein bisschen raus, beziehungsweise es hat jetzt schon das typische Geräusch gemacht, dass hier die Menge erreicht worden ist. Dann gehen wir auf weiter. Ein Esslöffel Eiwa dazugeben. Der hat hier schon ein bisschen an Flüssigkeit verloren. Das ist ein großzügiger Löffel. Und rein damit. Dann auf Weiter. Den Messbecher aus dem Deckel entfernen und 5 Minuten Stufe 2 mit 100 Grad nochmal durchmixen lassen. So, wir haben noch eine Sekunde. Haben wir das typische Ding-Dong. Jetzt dürfte das Gericht schon fast durch sein. Sollte die Soße noch zu flüssig sein, den nächsten Schritt ausführen, ansonsten überspringen. Das heißt, man könnte jetzt nochmal 5 Minuten hier einkochen. Wir schauen uns jetzt mal die Soße an, gehen kurz mit dem Spatel rein, die sieht sehr lecker aus. Also das ist von der Konsistenz absolut passend. Jetzt schauen wir mal, ob wir die drin lassen oder noch umfüllen. Jetzt gucken wir mal, ich denke jetzt kommt den Reis und die Soße mit Pfeffer und Salz abschmecken. Das spare ich mir jetzt erstmal, das kann man dann noch nachträglich machen. Die gefüllten Paprikaschoten mit Reis und Soße anrichten und mit einem Esslöffel frisch gehackten Petersilienblätter garnieren. Dann schreite ich mal voran, das mache ich ja immer zum Schluss bei meinem Video, dass man das einfach schön hier anrichtet. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen von dem Reis hier raus. Da kann man sich natürlich dann auch hier noch ein bisschen das dekorieren, dass es so ein kleiner schicker Haufen gibt. Ich mache das jetzt einfach mal etwas provisorisch, wobei ich schon sagen muss, mir läuft natürlich auch schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Dann machen wir noch die Soße drauf.
Da kann man sich die entweder über den Reis geben oder über diese Paprika mit Hackfleisch gefüllt und einfach wieder Besteck. Und dann verabschiede ich mich wieder mit dem Blick. Das sieht richtig lecker aus. Hier einfach noch einen frischen Salat nebendran, fein garniert. Was man jetzt zum Schluss noch machen kann, ist sich einfach noch ein bisschen von der Petersilie hier drüber streuen. Und dann sage ich guten Appetit. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like oder ein Dislike gebt. Und abonniert gerne meinen Kanal, ist völlig kostenlos, da verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal hier auf Kais Kanal.